So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München. Ich habe es gerade schon getwittert. Heute mit einer meiner letzten Aufnahmesessions für FIFA 16 mit der Darmstadt-Karriere und so weiter und so fort. Heißt, ich bin natürlich irgendwo ein bisschen traurig. Darmstadt geht zu Ende. Eine unfassbar geile Karriere, die wir, glaube ich, da zusammen erlebt haben in bis dato 229 Parts plus diesem. Ich glaube, wenn ich richtig vorhin irgendwo mir das gemerkt habe, wo ich da gerade stehe, dann müsste das passen, ne? Heißt, eine unfassbar lange geile Zeit, die wir hatten, aber Würzburg steht vor der Tür. Genauso geil, von dem her, da könnt ihr euch auch schon mal sehr drauf freuen. Die erste Folge ist ja schon raus. Wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt auschecken. Wird hier auch irgendwo oben rechts via Infokarte nochmal zu sehen sein. Könnt ihr nochmal gerne vorbeischauen. Eure Transfervorschläge auch nochmal gerne da lassen, damit wir dann gleich richtig reinstarten können, wenn die Early Access letztendlich erscheint. Ihr seht es im Hintergrund, 28 Spiele sind gespielt, 59 Punkte haben wir geholt. Heißt, einige Spieltage stehen noch aus, sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal, als auch in der Champions League. Heißt, auch wenn es bislang eine sehr, sehr geile Karriere war, die ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch einiges vor, heute gegen die Bayern, heute gegen den Tabellenvierten mit der Chance, die Bayern so richtig zu verdrängen, Jungs. Heute das letzte Spiel gegen die Münchner und wir haben die Chance, heute den Bayern endgültig die Meisterschaft in diesem Jahre zu versauen, weil dann ist die normal nicht mehr möglich. Manchester United steht vor der Tür, Hinspiel überragend mit 2:0 gewonnen, zu Hause allerdings. Ja, das ist halt United. Da ist noch lange nichts vorbei. Da können wir uns auch auf was gefasst machen. Auswärts im Theater der Träume. Dann Braunschweig, die bis dato, ich glaube, einen einzigen Sieg eingefahren haben. Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale, der HSV. Dann haben wir noch die Jungs aus Leipzig, Düsseldorf und Frankfurt. Plus ein eventuelles Champions-League-Halbfinale, Schrägstrich-Finale. Und natürlich das DFB-Pokal-Finale. Könnte theoretisch noch anstehen, Freunde. Können wir uns drauf freuen. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wir müssen heute noch mit einer etwas anderen Elf reinstarten, denn United hat viel Kraft gekostet. Deswegen mal schauen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, bin ich guter Dinge. Aber es wird schon heftig. Wir müssen schon viel rotieren. Ich glaube, ich spiele sogar da mal mit Müller und Gnabry. Stimmt mal, Gnabry eher auf links, glaube ich. Das dazu, wenn ihr noch FIFA 17 vorbestellen wollt, dann checkt auch den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr FIFA 17 gewinnen wollt, beziehungsweise wenn ihr es euch schon gekauft habt, aber vielleicht doch den Preis noch erstattet haben wollt von mir, dann schaut auf jeden Fall auf Twitter und auf Instagram vorbei. Das FIFA 17 Gewinnspiel läuft noch bis zum 21. September, bis circa, ich schätze mal so 20 Uhr, heißt bis am Mittwoch, weil am Mittwochabend im Stream werde ich dann die zwei Gewinner, einmal den Instagram-Gewinner und einmal den Gewinner von Twitter, letztendlich bekannt geben, ausraffeln und das dann live im Stream präsentieren, damit da keiner sagen kann, das ist geschummelt. Nö, das fangen wir gar nicht erst an. Von dem her, check das auf jeden Fall aus. Ich würde sagen, so gehen wir rein, oder? Ich habe hier im Hintergrund mal ganz entspannt alles vorbereitet. Das sieht einigermaßen gut aus. Wir müssen ja verletzungsbedingt aktuell auf Hofmann und auf Rüdiger verzichten, was sehr, sehr bitter ist in einer ganz wichtigen Phase der Saison. Tausch Maxi nämlich mal mit. Ich denke, Maxi könnten wir eventuell dann später noch auf Flügel bringen. Sané, der nämlich auch nicht mehr ganz so fit ist. Dann nehme ich nochmal Wittek mit. Und dann Touré statt, ja, Holland. Da können wir eigentlich Touré rechts bringen, oder? Ich glaube, das machen wir auch. Heißt, eine etwas durcheinander gewürfelte Truppe. Zulu, da bin ich auch noch schwer am Überlegen. Ich glaube, ich gehe da lieber trotzdem mit Tah. Auch wenn der schon ein bisschen K.O. ist. Wobei, steht halt auch Manchester jetzt da wieder direkt vor der Tür. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das ist halt das Problem, ne? Wenn dir zwei direkte Innenverteidiger ausfallen. Auch wenn Hoffmann eher auf 6 gespielt hat. Aber das ist trotzdem sehr, 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 sehr bitter. Ich glaube, ich mach's nichtsdestotrotz so und werde dann gegen United eventuell mit Klünter auf der Innenverteidigerposition spielen. Glaube ich. Klünter, der das ja auch kann und da vertrauen wir ihm. Ich glaube, so gehen wir es an, Jungs. Also, bisschen ersatzgeschwächte, verletzungsbedingt ausfallende erste Elf, wie auch immer. Wir starten auf jeden Fall heute rein gegen die Bayern und wir haben, wie gesagt, unfassbar gute Chancen. Bei einem Sieg, den wir noch lange nicht haben. In München wird das alles andere als einfach werden gegen die Bayern, die allerdings, das muss man dazu sagen, den einen freut es, den anderen nicht, nicht mehr das sind, was die zum Start von FIFA 16 von dieser Karriere waren. Also ich weiß nicht, wer der Trainer, Manager, Vorstand und sonst was ist, aber die Bayern kadertechnisch stark auseinandergebrochen. Denn Lewandowski mittlerweile bei City, ein Neuer bei unserem kommenden Gegner bei Manchester United. Da hat man sehr, sehr viele Abgänge hinnehmen müssen. Ne? Und irgendwie spielen die Bayern gegen uns jedes Mal mit einer B11. Gefühlt. Denn Fabregas kommt jedes Mal rein. Ein Benzema, oder was? Ein Benzema, ich weiß nicht. Irgendeiner noch da vorne drin, der mal reinkam.
Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also, Bayern gegen Darmstadt. Das sieht aus nach dem Topspiel am Samstagabend. Dunkles Wetter, regnerisches Wetter heute hier in München. Ich bin sehr gespannt. Können wir die Bayern zurechtweisen und können wir heute einiges zurückzahlen, was die Bayern bis dato über uns mehr oder weniger, was wir uns von den Bayern haben ergehen lassen müssen. Mehr oder weniger. 10 Punkte Vorsprung. Das sollte klappen. Lahmann am Start. Robin Vidal. Okay, Müller. Ja gut. Benzema. Das sieht nicht nach einer B11 aus, mit der die Bayern heute auflaufen. Wie auch mit der besten Abwehr der Liga. 19 Gegentore gerade mal in 28 Spielen. Das ist ein bombastischer Wert. Ihr habt es gesehen. Ich weiß zwar nicht mehr, welcher Verein da gerade der zweitbeste war, aber die haben 27 Gegentore. Wir 19. Das ist ein grandioser Unterschied. Wir können mal wieder auf unsere Abwehr zählen, wie in den letzten beiden Jahren auch. Auch dieses Jahr steht die wunderbar. Sehr, sehr geil. Ulreich, Benatia, Butcher, Badstuber, Fabregas, Lahm, Vidal, Bernat, Robben, Müller, Benzema. Ich nehme das mal so ein bisschen zurück mit der B11, Jungs. Ich nehme das mal dezent zurück. Die Bayern heute in absoluter Top-Verfassung mit der absoluten Top-Mannschaft aufgestellt. Alles andere wäre auch blöd, aber wir haben es bisher einige Male schon erfahren, dass dann da doch der ein oder andere jüngere, unbekanntere Spieler spielt. Wir haben mit Drimic, Gnabry, Müller, ich glaube, so haben wir noch nie gekickt. Da vorne drin heißt, da gibt es heute mal wieder einen kleinen Überraschungseffekt. Und Joshua Kimmich, der kehrt heute zurück an die alte Wirkungsstätte bei den Bayern nun also. Ich glaube, sein erstes Match, dass er wirklich in München letztendlich raushaut. Und da kann er heute allen mal zeigen, was er so drauf hat, Jungs. Wir gehen rein, 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, Anpfiff in der Allianz Arena. Die Bayern mit der allerletzten Chance, irgendwie meisterschaftstechnisch vielleicht, da ist viel Konjunktiv dabei, noch ein Wörtchen mitreden zu können. Aber selbst wenn man heute gewinnt, wird das verdammt schwierig. Oh, da macht es da schon mal relativ riskant. Robin über die Seite. Tüton ist da. Die Bayern legen furios los. Langer Ball von Tüton. Gut gemacht. Da ist Josip Drimic. Schön in die Mitte gelegt. Und dann ist da oben abseits. Na, bisschen zu spät gespielt. Benatia kann da erstmal klären. Aber das war doch schon mal ein kleiner Ansatz. Die Bayern werden hier, denke ich mal, das Spiel wieder größtenteils machen mit 55-60% Ballbesitz. Wir werden wieder die Truppe sein, die eher so ein bisschen Konter hat, versucht schnell umzuschalten und so die Chancen zu nutzen. So wie wir es eben auch aus bisher so ziemlich allen Partien gegen die Bayern gesehen, erfahren und über uns zum Teil, wie gesagt, haben ergehen lassen. Wobei wir gegen die Bayern bislang immer ordentlich ergebnistechnisch gespielt haben. Das ist somit unser, nicht, ich möchte nicht sagen, ein Lieblingsgegner. Aber dafür, dass die Bayern vor allem am Anfang stärketechnisch doch eine ganz andere Mannschaft waren, als wir und sind und überhaupt, haben wir das bislang immer echt sehr, sehr gut gemacht. Kommen jetzt gut gemacht von Klotz, schön letztendlich dazwischen Touré. Vielleicht jetzt das erste Mal nach knapp 12 Minuten, ne? Die erste gute Konterchance. Gnabry läuft da überragend. Das ist ein super Ball. Robin kommt Gnabry nicht hinterher. Muss da nochmal draufsteigen, weil Robin gut kommt. Schöner Ball nach außen. Da ist Kimmich. Kimmich wird da nicht gefault. Schade. Ich dachte schon, der wird jetzt hier gesetzt. Von Butcher, wie auch immer. Bleibt aber erstmal aus, das Foul. Erster guter Angriff, Freunde. So kann es weitergehen. Wir werden heute natürlich hier auch in München einen Unentschieden sehr, sehr gerne mitnehmen, wenn es denn am Ende darauf hinausläuft. Aber sicherlich, nicht falsch verstehen, auch alles dafür tun. Das war eigentlich ein Freistoß. Klotz, oh nö, der ist jetzt bitte nicht verletzt. Hier in München zu gewinnen und den nächsten riesigen Schritt zu machen. Richtung Meisterschaft. Die erste unter uns. Das wäre ein Ding. Benzema. Rübergelegt. Da ist Lahm ganz unten. Oh, war die Lücke da. Ganz tief durchschnaufen. Wenn er den spielt, der Lahm, dann klingelt's, glaube ich. Fabregas! Da klingelt's was jetzt. Tüton holt den raus. 20. Minute. Richtig gute Chance für den Spanier. Der Ex-Mann von Chelsea, gut von Tüton, holt den überragend raus, Freunde. Ganz tief durchschnaufen, die Bayern mit dem dritten Abschluss. Robben mit der Ecke, das ist nicht so gut von Müller, aber der Abschluss von Vidal, der war noch ein bisschen schlechter. Gebt wieder den Abstoß für uns. Bayern früh am Pressen, ihr seht's, versuchen uns da schon direkt beim Anstoß, beziehungsweise Abstoß vielmehr, zu stören. Aber wir können uns trotzdem erstmal ganz gut befreien. Tolian, oh, der Ball war nicht gut. Bleibt da an Fabregas hängen. Da ist Arturo Vidal in die Mitte gespielt. Lahm, Grätsche geht leider ins Leere. Die Bayern werden ein bisschen stärker. Müller, gut gegen Benzema. Vidal, der war, glaube ich, abgefälscht. Tüton ist da und wieder mal muss jetzt die Post abgehen. Guter Ball, da ist Hani Mukhtar. Mukhtar, guter Ball auf Josip Drimic, kommt über die Seite. Drimic zieht da in die Mitte vorbei an Badstuber. Guter Ball, Mukhtar, und dann ist er nicht drin. Ulreich holt den raus, 28. Minute. Riesenmöglichkeit für den SV Darmstadt 98. Eckenvariante, die nächste. Gut, oh, nicht gut abgelegt, Müller.
kam das so gerade dazwischen, aber gut gemacht gegen Lahm. Fabian Scheer, schöner Ball. Müller, da braucht ein bisschen zu lang in der Situation. Batscher auf Bernat. Bernat mit dem langen Ball nach vorne. Also, nach bayerischer Angriffslust kam jetzt auch mal ein bisschen Darmstadt durch. Die ersten kleinen Chancen, die wir uns rausspielen konnten. Nichtsdestotrotz die Bayern, die spielbestimmende Mannschaft. Kommt wieder über Arjen Robben. In die Mitte gespielt. Fabregas. Kommen wir nicht in den Zweikampf. Fabregas. Draufschieben, draufschieben, draufschieben. Immer noch Fabregas. Kommen wir nicht hin, Jungs. Der macht das stark. Das ist halt auch nicht irgendwer. Arturo Vidal. Gut, dazwischener von Müller. Tüton. Oh, der spielt sogar raus. Tüton auch eine unfassbare Wucht da hinten. Ich hab's schon einige Male angesprochen. Jetzt zwar schon länger nicht mehr. Oh, das war ein böses Foul von Lahm. Aber nach dem Abgang von Martinha haben wir uns ja gefragt, kann da irgendein Keeper kommen, der auch so stark ist für uns, für Darmstädter Verhältnisse, wie ehemals Martinha, und den haben wir echt gefunden mit Premislav Tüton. Ganz, ganz herausragender Mann. Wird höchstwahrscheinlich die dritte Saison in Folge, wo wir die beste Abwehr der Liga stellen. So, aber das muss hoffentlich auch heute so bleiben. Die Bayern haben was dagegen, das ist überragend. Philipp Lahm! Tüton hat den. Gott sei Dank da vorne kein Benzema, der zum Abschluss kommt oder so. Sonst klingelt's. Lahm mit einem richtig, richtig, ja, eher schlechten Schuss aus der Position. Gott sei Dank. Drimmitsch, Konterchance für uns. Oben ist Müller. In der Mitte vielleicht die Chance. Benatia. So gerade noch dazwischen. Bernat, Benatia. Die Bayern können klären. Tun das aber noch nicht so ganz. Doch, tun das sogar richtig gut. 2-3 Minuten noch, Jungs. Dann ist es hier erstmal vorbei. Dann steht's hier 0-0. Zur Halbzeit in der Allianz Arena, 29. Spieltag. Alles okay, alles wunderbar. Wir hatten ein, zwei Chancen, die Bayern ein bisschen mehr. Ich glaube, die beste dafür hatten wiederum wir. Wobei, die gerade mit Lahm, das war eigentlich die beste, muss man sagen. Weil viel freier kannst du da vorm Tor eigentlich auch nicht mehr zum Abschluss kommen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank stand da Lahm und kein Stürmer. Gut gemacht von Kimmich. Schön austanzen lassen. Drimmitsch macht leider nicht den Weg. Dafür macht den Müller. Nikolai Müller, Nikolai Müller. Benatia so gerade dazwischen. Nochmal die gute Aktion und jetzt gehen wir rein. 0-0 nach 45 Minuten der Spielstand hier in der Allianz Arena. Ein ordentliches, geiles Spiel, das wir erleben mit einem Spielstand, mit dem wir auch bislang sehr zufrieden sein können. Ihr seht es, die Bayern mit 64% Ballbesitz, 93% Passgenauigkeit, ein bisschen mehr Chancen. Sind die bessere Mannschaft, aber bei uns ist es jetzt Zeit für einen Mann, nämlich Maximilian Dausch. Kommt vorne rein für Drimmitsch, der erste Wechsel in dieser Partie. Drimmitsch, der sich sehr gut da vorne präsentiert hat. Es ist schwierig gegen die Bayern, vor allem mit relativ wenig Ballbesitz, den wir hatten. Und der jetzt auch erstmal vielleicht ein bisschen Richtung Manchester geschont wird. Kommt frischer Mann mit Maximilian Dausch, Jungs. Was hat der für Geschichten geschrieben bei uns in der Karriere? Der absolute Wahnsinn. Vidal auf Benzema. Das ist gut gespielt. Die Bayern finden da immer besser zu ihrem Kurzpassspiel. Robben gegen Gnabry. Der Gewinner heißt aktuell noch Robben. Da ist Fabregas. Kommen wir nicht in den Zweikampf. Wieder Lahm. Abgelegt. Müller. Müller. Komm, komm, komm. Zustellen. Gut gemacht. Bernat wieder Müller. Zurückgespielt. Da ist Lahm. Wieder Müller. Guckt euch das an. Die Beine machen das stark. Wir können klären. Da ist er. Dausch mit dem ersten Ballkontakt. So, mach's bitte breit. Das macht er gut. Schöner Ball auf. Kimmich. Kimmich auf Dausch. Dausch nach oben gespielt. Und Gnabry zieht in die Mitte. Gnabry mit dem Ball auf Dausch. Und dann gibt's, glaube ich, sogar die Ecke, oder? War da nicht noch jemand dran? Scheinbar nicht. So wie Ulreich zum Ball rennt, es gibt den Abstoß. 54. Minute. Guter Start bislang in den zweiten Durchgang. Wir sind von der ersten Sekunde an da. Vidal. Draufschieben, draufschieben, draufschieben. Vielleicht die Bayern diesmal ein bisschen... Ja, da müssen wir allerdings die Lücke zumachen, sonst bringt all das Draufschieben nichts. Vielleicht die Bayern mal so ein bisschen mehr noch unter Druck setzen in früheren Situationen. Nicht erst, wenn die nah ans Tor kommen. Ist verdammt schwierig, ich weiß, aber... Und das sollte auch nicht passieren, aber Kimmich gegen Vidal, Freunde. Das ist der Wahnsinn, wie sich der Herr Kimmich da durchsetzt. Oh, der Ball sollte dann jetzt natürlich nicht hin. Ab in die Lücke nach vorne. Hätten wir ein bisschen mehr draus machen können. Dolian. Guter Ball. Klotz, schön gespielt. Oh, das ist traumhaft rausgespielt. Joshua Kimmich. Schöner Ball nach oben. Gnabry, Gnabry, Gnabry. Will Kimmich spielen, schafft er nicht. Gnabry, nächster guter Ball. Mukhtar. Dausch. Dausch kommt nicht vorbei an Bart Stuber. Freunde, oh, das ist ein richtig krasses Spiel. Da können wir uns die Zähne ausbeißen, da hinten an der Münchner Defensive, die das bislang echt richtig, richtig stark macht. Benatia, schade. Oh, schaut euch das an. Die Bayern spielen das echt gut. Das ist eine der besten Partien, wahrscheinlich eines FCB gegen uns. Nur, dass man noch nicht die ganz klaren Chancen rausspielt. Aber spielerisch ist das ganz, ganz großes Kino. Was die Bayern zeigen, Müller. Meine Stimme. Und es gibt einen Elfmeter. Für was gibt's denn jetzt den Elfmeter? Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Und der erste Wechsel. Rode rein für Lahm. Aber das mal nebenbei. Was ist denn jetzt passiert?
Ich hab grad schon abgeschalten. Ich dachte mir, um Gott sei Dank macht der Müller den nicht. Und dann zeigt der Kollege auf den Punkt. Rode in der Partie. Es schießt Thomas Müller. Der den mehr oder weniger auch selber rausgeholt hat. Tüton, halt ihn. Tüton hat ihn. Er hält ihn. Es bleibt beim 0:0. Müller verschießt diesen Elfmeter. Ach du Heilige, ist das bitter für die Bayern. Boah. Also, erstmal ganz tief durchschnaufen. Ich habe keine Ahnung, wofür es den Elfmeter gab. Vielleicht ein Handspiel, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Alles andere dürfte eigentlich nicht der Fall gewesen sein. Weg jetzt das Ding. Denn so wirklich im Zweikampf waren wir nicht wirklich. Also von dem her, aktuell weiß ich noch nicht, warum gepfiffen wurde. Aber wir gucken mal, vielleicht gibt es jetzt die Bestrafung für die Bayern. Müller macht den nicht, wir mit dem Gegenzug. Da ist Gnabry. Weiterlaufen, pressen. Oh, Bernat zieht nach außen. Ich dachte, der will Ulreich spielen. Guter Ball auf Fabregas. Ganz stark von Serge Gnabry. Holt den sich wieder. Bombastisch gemacht. Klotz, guter Ball. Da ist Joshua Kimmich. Probiert's mit dem Schuss. Der war nicht so schlecht. Der Ex-Bayern-Kicker. Gute Aktion. 71. Minute. Wir gehen rein, wir wechseln. Das Spiel wird sehr und ist sehr, sehr hitzig, Freunde. Ich würde sagen, wir bringen auf links mal Maxi. Und hinten, vielleicht in den letzten Minuten nochmal Sulu, ich weiß es nicht. Ich möchte hier unbedingt das 0:0 halten. Das wäre ein Riesenschritt. Vielleicht kriegen wir sogar noch mehr hin. Richtung Meisterschaft. Müller, vorbei, V-Spiel. Von Mehdi Benatia, muss die gelbe Karte geben. Ganz klare Geschichte und eine relativ gute Freistoßposition für uns. Um den Ball da vielleicht mal gefährlich in die Mitte zu bringen. Ne, den spielen wir raus. Rode steht da zwar bereit, aber das könnte was werden. Vielleicht einer unserer genialen Freistoßspielzüge, nicht ganz. Bartstuber, komm rein in den Zweikampf. Da zur Not auch mal einen Foul machen, aber nicht die Bayern kontern lassen. War in Ordnung. Abseitsposition war sogar. Nee, hä? Hä? Was pfeift der denn jetzt? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay. Sollte nicht weiter Dreige scheinen. Arjen Robben, den Ball kriegen wir gut dazwischen. Gut gemacht von Tüton. Ganz unten steht da frei. Und das ist ein super Ball. Müller gewinnt das Kopfballduell. Kein Abseits von Dausch. Oder doch? Kein Abseits. Mukhtar. Oh, ein bisschen zu spät. Oder Maxi? Maxi! Ulreich hat den Abseits. Oh, das war ein kleines Tickchen zu spät. Ich hab's mir schon gedacht. Ein ganz, 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 ganz kleines Tickchen. Schauen wir mal rein. Ah! War dann schon ein Schritt. Aber da wäre durchaus mehr gegangen. 12 Minuten in München. Özil in der Partie. Für Vidal. Also Mesut Özil soll da nochmal für ein bisschen Kreativität sorgen. Die Bayern doch noch mit einem krassen Kader. Aber wie gesagt, selten gegen uns so eingesetzt. In der Intensität sozusagen, was die Ausstellung angeht. Bartstuber, da ist Fabregas, nach unten gelegt Benatia. 9 Minuten noch überstehen, wir gehen rein. Nehmen den letzten Wechsel vor. Und zwar kommt jetzt Taraus, Sulu kommt nochmal rein. Ein frischer Innenverteidiger, ein erfahrener Recker da hinten. Den wir da nochmal bringen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Almami Touré, komm nicht ran. Rode über die Seite, in der Mitte. Aufpassen, die Flanke kommt nicht an. Es gibt den Abstoß, es gibt den Wechsel. 6 Minuten vor Ende der Partie. Der gute Herr Sulu mit seinem letzten Spiel, das er in München in seiner Karriere bestreiten darf. Und vielleicht können wir ihm noch den Sieg schenken. Rode, nochmal mit der Aktion zurückgelegt. Benatia, das war nicht gut. Mukhtar sieht oben Maxi und das ist die Riesenchance. Die Bayern machen auf, die Bayern müssen was riskieren und Maxi kriegt die Möglichkeit. Er wird gerade noch so gestellt. Oh, Bartstuber mit einer überragenden Grätsche. Ganz ehrlich, hätte ich nie gedacht, dass der da noch so hinkommt, wenn Maxi mit diesem Pace in den 16er eindringt. Aber Respekt an der Stelle an Holger Bartstuber. Starkes Ding, Kimmich auch ein guter Ball. Vorne läuft der Müller. Das gibt's doch nicht. 90. Minute, Ulreich muss nicht eingreifen. Gib nochmal die Ecke. Auch die kommt gefährlich rein. Hinten ist Mukhtar. Wieder Ulreich. Das ist ja nochmal richtig krass hier in München. Nächste Ecke. Powerplay von Darmstadt. Kimmich, die kommt gut. Maxi, komm nicht hin. Nochmal Kimmich. Die war dann nicht so gut. Nochmal geklärt. Da ist allerdings Scheer. Oh, und der Ball war nicht gut von Scheer. Müller, Bayern nochmal mit der Konterchance. Gut dazwischen. Es ist noch nicht Feierabend. Kimmich, es ist noch nicht Feierabend. Oh, und dann kommen wir nicht hin und das dürfte jetzt aber gewesen sein. Özil. Nochmal Kimmich, ja. Schluss, aus, vorbei. Die Bayern mit einem 0:0 gegen Darmstadt. Ganz tief durchschnaufen, am Ende wäre sogar nochmal mehr drin gewesen. Alles in allem geht ein Unentschieden in Ordnung, aber normalerweise kein 0:0. Da hätten doch 1, 2, 3, 4 Tore fallen können. Nichtsdestotrotz sind wir zufrieden, können die Chancen in den letzten Sekunden nicht mehr nutzen. Ihr seht, wie gesagt, alles in allem eine sehr ausgeglichene Partie.
Also erstmal runterkommen, beruhigen. Alles in Ordnung. Ein Punkt auswärts in München geholt. Das war das bis dato, beziehungsweise insgesamt noch, man kann sagen, schwierigste Spiel. Das vermeintlich schwierigste Spiel, das war noch vor uns hatten, und das haben wir gut gemacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Wir gehen jetzt mal rein, simulieren nochmal das Training und gucken dann natürlich in die Fußball-Bundesliga, in die Tabelle. Orban geht hoch auf eine 74. Sehr, sehr cool. Guckt euch die Stats an. 90er Ballkontrolle, 87er Ausdauer, 83er Dribbling, 77er Beweglichkeit. Richtig krank. So, den Sonntag simulieren wir, beziehungsweise wir simulieren direkt bis zum Spiel hin. Und dann gucken wir, wie gesagt, mal rein in die Tabelle. Der Champions League können wir auch mal kurz machen, falls das schon... Wobei, wir haben... Wann spielen wir? Am Mittwoch oder Dienstag? Bin mir gerade nicht sicher. Ist das ein Mittwoch oder ein... Es ist Mittwoch. Ach du Heilige, ich glaube, Wolfsburg steht im Champions League Halbfinale. Schauen wir uns mal an. Wolfsburg 1-1 und 1-2. Der VfL Wolfsburg steht im Champions League Halbfinale. Noch dazu Juve gegen... Nee, wen haben wir noch? Valencia gegen Man City. Da steht... Da steht Man City. Also, Man City und der VfL Wolfsburg, bisher die zwei Mannschaften, die im Champions League Halbfinale stehen. Dann eventuell Barca, Juve und United oder Darmstadt. Ach du Heilige. Zwei Vereine im Champions League Halbfinale, zwei Deutsche, das wäre ein Ding. Das könnte eine sehr geile Geschichte werden. Achso, jetzt bin ich wieder raus. Das wollten wir uns ja eigentlich gar nicht angucken, sondern vielmehr die Tabelle der Fußball-Bundesliga. Darum geht es jetzt erstmal. Und im nächsten Part, der dann übrigens natürlich auch noch heute wieder erscheint, die Geschichte bezüglich, wie sieht's in... Da haben wir nochmal das DFB-Pokal-Viertelfinale. Wie sieht's dann in der Champions League aus? Ihr seht's, Wolfsburg scheinbar mit einem Sieg. Es wird wieder ein bisschen enger. Wir mit 60 Punkten, der VfL mit 57, Leverkusen 55, die Bayern 50, Dortmund 49, Schalke 48, Frankfurt 46 und ganz hinten, glaube ich, könnten wir am nächsten Spieltag gegen Braunschweig dafür sorgen, dass die Jungs runter müssen in Liga 2. Die haben ein Torverhältnis von minus 41. Ach du Heilige. 62 Gegentore. Die mit Abstand schlechteste Abwehr der Liga. Die zweitschlechteste hat Düsseldorf und Leipzig mit minus, also mit 48 Gegentreffern. Das heißt 14 mehr als alle anderen. Krass. Das ist richtig krass. Unfassbar. Wir gerade mal mit 19. Der Wahnsinn. Die haben sogar mehr Gegentreffer wie wir Tore. Und wir haben den besten Sturm der Liga. Naja, das alles nur am Rande. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall jetzt erstmal das soweit zur Tabelle. 3 Punkte, da kann auch viel passieren. Aber ich bin weiter guter Dinge. Und gucken, lass uns nochmal kurz reingucken ins Büro. Pressekonferenz. Motivieren oder loben wir unsere Jungs. Das können wir auch gerne machen, das passt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt die Links in der Videobeschreibung. Und damit sehen wir uns später wieder mit der Partie gegen Manchester United in Part 231. Ich bin gespannt, ich bin gehypt. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.